Gruß aus dem Wald. Mein Name ist Alvo und heute soll es um einen Molle-Pouch gehen, den ich euch schon mal in anderen Videos am Rande gezeigt habe und jetzt länger im Gebrauch habe. Und jetzt erlaube ich mir eine abschließende Meinung. Und zwar das Wantigris Molletech Pouch, angegeben für Gürtel und Klappmesser, natürlich auch für alles andere benutzbar. Wenn ihr es interessiert, dann bleibt einfach dran. Das Wantigris Molle-Pouch. Tech Pouch, wie man es auch immer mit weiteren tollen englischen Namen noch betiteln möchte. Es ist eine kleine Aufbewahrungstasche. Es ist eine taktische Aufbewahrungstasche, deshalb, weil es sehr viele verschiedene Anbringmöglichkeiten hat. Aber vorher schauen wir uns erst einmal die harten Fakten an. Wir bewegen uns hier in einem relativ breit gefächerten Preisbereich. Ich habe ein paar Mal bei Amazon reingeguckt, da waren teilweise Unterschiede von 4 Euro. Das letzte Mal hatte ich, glaube ich, geguckt, da war es bei 17 Euro. Je nachdem, ne? Müsst ihr mal ein bisschen gucken. Vielleicht, wenn ihr es haben wollt, genau das, schaut ihr einfach mal, welcher Anbieter es hat im Handel gerade bei sich am günstigsten. Du findest natürlich wie immer unten links in der Videobeschreibung, wo du einfach draufklicken kannst, wenn du weitere Informationen haben möchtest oder falls du keine Lust hast, mir zuzuhören und einfach nur gerne die Informationen nachlesen möchtest auf der Originalseite. Wir haben auf jeden Fall komplett Nylon und dabei eine Größe von in der Breite 5 cm und in der Höhe 13 cm. Im Ganzen wiegt das Ding dann 70 Gramm. Das ist schon eine Ansage, ne? Also 70 Gramm ist schon viel. Manche Handys wiegen ja gerade mal knapp über 70 Gramm. Muss man sich natürlich bewusst sein, solche taktischen Molle-Dinge sind immer ein bisschen schwerer. Und zwar liegt das daran, dass hier mit 1000 verschiedenen Klettmöglichkeiten dieses Ding anbringbar sein soll. Ne? Ihr merkt das hier, kann man die zwei erstmal machen, um es irgendwo an Molle, Laschen oder sonst irgendwas ranzubringen. Hier außen ist nochmal eine Gummilasche etc. etc. Dann haben wir hier nochmal so extra große Laschen zum Anfassen, wenn man das jetzt aufziehen will. Außerdem hat man hier hinten, und da wird es dann, boah, das sind richtig schwere Dinger hier, ne? Kann man nochmal anders irgendwie anbringen oder doppelt gesichert und. Und hier haben wir dann nochmal, also ihr merkt, sieht aus wie eine kleine Spinne fast. Oder so ein Tierchen. Ich rede schon wieder Unsinn. Könnt ihr es natürlich auf viele verschiedene Weisen an einen Rucksack oder an alles mögliche andere. Also eigentlich braucht es nur irgendwo eine Art von Lasche oder ja, wahrscheinlich würde sogar eine Schnur reichen, dass man das da irgendwie relativ fest anbringt. Das führt dann aber natürlich durch das hohe Materialanteil zu einem hohen Gewicht. Ne? Das muss man ganz einfach sagen. Denn 10 von den Dingern wiegen ja dann schon über ein halbes Kilo. Halleluja. Wir haben hier Lasche oben, Lasche unten, Aufreißlasche. Wir haben an den Seiten Laschen, die flexibel sind. Hier zum Beispiel habe ich jetzt gerade einfach für euch einen Feuerstahl drin. Ne? Ganz einfaches Ding. Kann man hier an der Seite reinstecken. Was man hier auch reinstecken kann, ist zum Beispiel gut eine kleine Taschenlampe etc. Das heißt, ich hatte dieses Pouch vorher an meinem großen selbstgemachten Outdoor-Messer dran vorne. Das heißt, ich hatte eine Kydex-Scheide und habe dann hier sozusagen das Messer draufgepackt. Das Pouch aus dem Messer draufgepackt. Um verschiedene Sachen zu haben, um so ein ganzes großes Kit zu haben, wo man alles Mögliche, ja, auf einen Schlag mit dabei hat, wenn man sich dann an den Gürtel ranhängt. Aber das habe ich nicht mehr, denn jetzt war mir das Messer irgendwann zu groß. Man braucht halt keine riesen Rambo-Messer, auch wenn sie Spaß machen. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das umgestalte. Hier drinnen wird angegeben, kann man am besten ein Klappmesser reintun. Und ich finde, das passt auch ganz gut. Jetzt habe ich hier gerade drin so ein bisschen Wachswolle, die man da reinpacken kann. Aber ansonsten passen da jedes handelsübliche Victorinox-Soldatenmesser, damit ihr so einen Größenvergleich habt, oder so typische Ganzo-Klappmesser, die ja von Spyderco, soweit ich weiß, nachgemacht sind, rein. Also, erfüllt absolut seinen Zweck, ist natürlich tonnenrobust. Wie ich das ja auch schon angesprochen hatte, wenn da so viel Material verbaut ist etc., dann geht da natürlich nie was wirklich kaputt. Was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass das Hauptfach auch ein bisschen flexibel ist. Das heißt, ihr könnt es schon ein bisschen nach vorne, hinten ausziehen, sodass da ordentlich was reinpasst. Ich hole mal ganz kurz mein Klappmesser, das ich mit dabei habe. Also, was haben wir hier? Wir holen erstmal raus das Ding,
weil das brauchen wir ja jetzt gerade nicht, und tun rein ein klassisches Multitool. Das ist so das klassische Victorinox-Größe, das man so jeden Tag mal mit dabei hat. Und das kriegt man eigentlich relativ easy da rein. Zack, zugemacht, Messer am Mann, alles gut. An die Seite noch eine Taschenlampe ran, an die andere Seite ein Feuerstahl. Auf alle Eventualitäten vorbereitet. Außer natürlich auf den Grizzlybären, aber da bist du auch mit dem großen Messer nicht drauf vorbereitet. Ziemlich große Taschenlampe. Also das ist ein ordentlicher Klotz, ne? Eine Sofirn habe ich hier gerade dabei. Das ist keine normale EDC-Taschenlampe, sondern schon ein ordentliches Ding. Kann man hier natürlich auch reintun. Und da die Klappe ja sehr, sehr lang ist, kriegt man auch das Ding da rein. Muss man mal so sagen. Ne? Sieht natürlich, sieht jetzt nicht optimal aus, aber es funktioniert, weil das Klett hier hält es ja. Das ist ja nicht das Ding. Und dann kriege ich das da rein, kann das an Gürtel machen, alles ist gut. Diese Taschenlampe zum Beispiel ist in der Höhe etwa 13,5 cm. Ne? Man kriegt also ordentlich was in das Ding rein. Ein kleiner, schöner Ausrüstungsgegenstand, vielleicht ja auch für Software-Leute interessant. Ich kenne eure Größen von den Magazinen nicht, da müsstet ihr dann mal selber ein bisschen gucken. Aber von meinen kleinen Spaß-Softwares passt es da auf jeden Fall rein. Mehr gibt es zu einem Pouch auch nicht zu sagen. Es bewahrt Dinge auf und es ist dabei robust und zuverlässig. Alles, was man braucht. Ich hoffe, das kleine Video hat dir gefallen und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos wieder. Bis dahin. Tschüss, tschüss.